Open your newspaper any day of the week and you will find a report from somewhere in the world of someone being imprisoned, tortured or executed because his opinions or religion are unacceptable to his government. Alles beginnt mit einem Zeitungsartikel. Der Londoner Rechtsanwalt Peter Benenson ist empört. In Portugal wurden zwei Studenten verhaftet, weil sie in einem Café auf die Freiheit angestoßen hatten. Benenson startet eine Pressekampagne für die Befreiung gewaltloser politischer Gefangener. Und überall auf der Welt melden sich Menschen, die seinen Aufruf unterstützen. Der Appeal for Amnesty wird zur Geburtsstunde von Amnesty International. Die erste deutsche Amnesty-Gruppe entsteht wenige Monate später in Köln. Hier eine Aktion der Gruppe für gewaltlose politische Gefangene. Gründungsmitglied Wiepenstock über das Credo von AI. Wir bemühen uns darum, die Solidarität der Öffentlichkeit zustande zu bringen, um durch den Druck der Öffentlichkeit und durch Appelle an die Einsicht der Machthaber nach Möglichkeit vielen Menschen zu helfen. AI ist auf der Straße aktiv und in der internationalen Politik. Die AI-Mitbegründerin Carola Stern mit einer Delegation in Prag. Ich kann zwei Gesichtspunkten sprechen. Einmal, dass es wichtig ist, mit den Regierenden zu verhandeln, aber andererseits, dass auf diese Weise die Gefangenen die Möglichkeit haben, eben mit einem Beobachter über ihre Situation in den Gefängnissen zu sprechen, nicht wahr? Basis des Erfolgs, der ehrenamtliche Einsatz der Mitglieder. Ich halte die Betreuung politischer Gefangener für eine sehr wichtige Aufgabe, für die ich gerne die freie Zeit, die ich habe, zur Verfügung stelle. Was glauben Sie denn, was Sie persönlich als, sagen wir, kleines Würstchen für solche politischen Gefangenen tun können? Und doch, ganz gewöhnliche Menschen erzielen ungewöhnliche Erfolge. Dann, wenn sie viele sind. Sie sammeln Unterschriften, schreiben Briefe, gehen für die Menschenrechte auf die Straße. Amnesty gewinnt an Glaubwürdigkeit und politischer Autorität. Der Friedensnobelpreis 1977 bestätigt Amnesty International als weltweit anerkannte Menschenrechtsorganisation. 45 Jahre nach der Gründung hat Amnesty International fast 2 Millionen Unterstützer in 140 Ländern und ist die größte unabhängige Menschenrechtsorganisation der Welt. Amnesty International ist für mich eine der wichtigsten Organisationen dieser Zeit. Also an alle Leute von Amnesty International, ihr müsst unbedingt weitermachen. Niemals aufhören. Ich bin ja 30 Jahre lang in einer Diktatur aufgewachsen. Und dass es so etwas gab wie Amnesty International, hat uns immer so eine Art Kraft und Mut gegeben. So like Amnesty International, their sole sort of aim is helping others. Oh no, be strong. Once the concentration camps and hell holes of the world were in darkness, now they are lit by the light of the Amnesty candle. The candle in barbed wire. When I first lit the Amnesty candle, I had in mind the old Chinese proverb, better light a candle than curse the darkness. None of us is